Hallo und herzlich willkommen bei Love Nails. Heute möchte ich euch unsere neuen French Pets vorstellen. Im Prinzip funktionieren sie ähnlich oder eigentlich genauso wie die anderen, die ihr kennt, die breiteren. Aber mit diesen hier kann man auch noch ein paar andere Spielereien machen. Wie zum Beispiel das hier. Das werden wir jetzt heute gleich mal in dem Video nacharbeiten, nur mit etwas anderen Farben. Wir benutzen dafür auch unsere neuen Ballerina-Tipps, also Dual-Tipps, nämlich diese hier. Wunderschöne, lange Ballerina mit schönem Tunnel, aber ganz gerade vorne. Und sie liegen auch gut auf dem Nagel auf. Ich habe das nun schon mehrfach mal probiert, sowohl der große als auch der kleine. Alle passen gut auf den Nagel. So, das machen wir jetzt aber nicht. Wir beschäftigen uns jetzt vorrangig mit dem Einsetzen dieser Smile-Line-Pads. So, wir beginnen wie auch bei den anderen Pads mit dem Einphasengel und tragen das erstmal hier so ein bisschen auf, und zwar an die Stelle, wo man das French Pad hinmachen möchte. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ihr könnt das natürlich wieder hier setzen und dann so benutzen, eben wie man auch die anderen French Pads benutzt, dass ihr dann unterhalb einfach eure Farbe oder was auch immer ihr da möchtet auftragt und oben eben das Make-up-Gel. Wir machen das jetzt heute aber so, dass dieses Pad fast in die Mitte kommt. Die Mitte bleibt dann frei. Oben und unten wird dann ausgearbeitet und zum Schluss füllen wir dann die Mitte auf mit unserem Glitzer. So, wenn ihr das aber so legt oder legen wollt, wie eben die normalen French Pads und das dann als French-Hilfe benutzen wollt, also so ganz herkömmlich, dann bedenkt bitte, dass ihr die Breite dieses Pads noch mitberechnen müsst bei eurer Smile-Line, ja, dass ihr das noch mit einkalkuliert, dass es dann noch mal ein bisschen breiter wird, beziehungsweise das Nagelbett dann doch ein bisschen schmaler, als ihr vielleicht dachtet. Weil eben das hier nicht diese Fläche noch mit einbezieht, sondern eben nur das, was frei ist. Nur, dass ihr daran denkt beim Gestalten eures Nagels und euch hinterher nicht ärgert. Ihr müsst das im Hinterkopf behalten. So, jetzt suchen wir erstmal das passende Pad raus. Dafür nehme ich am besten meine Pinzette. Und ich gehe auf Nummer sicher und nehme hier dieses etwas größere. Dann steht es mir eben ein bisschen ab, rechts und links, aber das macht gar nichts. Das stört mich nicht. So, das setze ich jetzt hier ab und nehme jetzt ein Rosenholzstäbchen dafür, weil ich das nämlich gleich sowieso noch brauche. So, schwuppdiwupp, ziehe ich mir noch ein bisschen nach unten. So ein bisschen rollen, dass die Luft verschwindet unter dem Pad. Jetzt die Seiten gut schieben. Diese Rosenholzstäbchen sind überaus praktisch. Ich zeige euch gleich auch noch warum. Jawohl, so ist es gerade. Das Gute ist, ihr habt hier auch wieder diese Hilfslinien. Daran könnt ihr euch auch so ein bisschen orientieren, wenn ihr diese Pads eben anbringt. Das ist ganz nützlich, damit man so ein bisschen in Form und Linie bleibt. So, das Ganze lasse ich jetzt 30 Sekunden erstmal aushärten. Das Pad ist fest und wir bleiben heute total glitzerig. Also wir werden hier dann den Glitzerstreifen auffüllen mit dem Hebe und Kaleidoskop. Und der restliche Nagel wird auch noch glimmerig, nämlich mit unserem neuen Express Glimmer White. Das nehme ich und verarbeite ich mit einem Rosenholzstäbchen. Das hat den Vorteil, dass es weniger Glitzer am Pinsel gibt. Und ich habe festgestellt, weil die eben schön schmal sind und so eine schöne flache Spitze haben und auch hier ganz schmal sein können auf der anderen Seite,
kann man damit perfekt in den Dualtipps arbeiten und kommt auch richtig schön in die Ränder rein. Das gefällt mir nämlich sehr gut daran. So, gehen wir jetzt hier sowohl in die obere als auch die untere Hälfte. Wenn es anfängt, am Rosenholzstäbchen zu kleben, dann könnt ihr das auch einmal ganz kurz in Cleaner tunken. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist, immer auch einmal von der anderen Seite zu gucken. Von hinten mag das total toll aussehen und alles passen. Von vorne kann es dann aber eine böse Überraschung geben. Ha, nämlich wie hier. Seht ihr das? Das ist noch so ein Loch, das habe ich von hier gar nicht gesehen. Das muss noch zu. Und dann wird auch das anschließend mindestens 60 Sekunden ausgehärtet. Und ich mache dann zum Schluss, wenn ich einmal 60 Sekunden jetzt quasi von innen ausgehärtet habe, drehe ich den Tipp nochmal in der Lampe und lasse ihn auch von der anderen Seite nochmal 30 Sekunden aushärten. Fertig, ausgehärtet. Jetzt entfernen wir das Pad. Schwuppdiwupp. Und jetzt seht ihr schon, habt ihr in der Mitte eine richtig schöne Linie. Von innen sieht es immer noch mal ein bisschen anders aus als von außen. Einmal umdrehen. So sieht es denn dann wirklich aus. Da kann man das ein bisschen besser erkennen. Weil von innen kann es immer mal sein, dass noch irgendwas hoch steht. Eine Stelle ist ein bisschen dicker und höher modelliert als die andere. Und dann sieht das von innen immer ein bisschen komischer aus, als es eigentlich ist. Jetzt gestalten wir uns den Glitzerstreifen innen. Ich nehme einmal die Farbe Kaleidoskop von den Aurora-Gelen und von unseren Olymp-Gelen Hebe. Ich weiß nicht, wie man diese Göttin ausspricht. So, jetzt mache ich mir als allererstes mal einen feinen Streifen hier lang. Sozusagen als Abgrenzung vom Glitzer zum Glitzer. Wichtig ist halt nur, dass dieses Gel jetzt hier am Rand quasi vom Nagelbett hier oben dann so eine scharfe Abgrenzung macht. Und das hat funktioniert. Das sieht man jetzt hier schon. So eine richtig schöne scharfe Linie hier oberhalb und das ist auch das, was mir wichtig ist. Mache ich noch mal ein bisschen breiter und dann kommt das richtige Glitzer dazu und das vermischt sich dann hier dann sowieso noch mal so ein bisschen ab ins Glitzer. Und hinterher, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht auch noch mit aufnehmen, ganz wichtig, wenn ihr das dann hier fertig habt, gebt unbedingt noch mal eine Schicht von irgendeinem Acrylgel oder einem festen Aufbaugel oder was ihr halt gerade da habt, nochmal hier hinter, damit ihr da in der Mitte Stabilität habt. Wenn ihr das dann nämlich ansonsten auf den Nagel also anbringt, knackt euch das gerade dann genau an dieser Stelle nämlich weg, weil ihr keine Stabilität habt. Also ganz, ganz wichtig, hier an dieser Stelle hinterher nochmal ein stabiles Gel dahinter geben. Ihr könnt ja rein theoretisch auch einfach das nehmen, womit ihr sowieso gerade gearbeitet habt. Müsst ihr aber so ein bisschen abschätzen, ne, ob das nicht eure Farbe dann zu sehr verändert, die ihr hier zwischen habt. Also bei mir würde das, glaube ich, gerade noch so gehen. Ist ja weiß, ist kein Problem. Jawohl, gefällt mir sehr gut. 60 Sekunden aushärten und wie gesagt, ich fülle das dann hier in der Mitte anschließend nochmal auf, damit es Stabilität hat und zeige euch dann das Endergebnis. Mein Nagel ist fertig ausgehärtet. Ich habe hier hinter was von dem Express Light Rosé gemacht, weil ich irgendwie doch wollte, dass das ein bisschen mehr den rosa Touch behält. Jetzt kommt die Sekunde der Wahrheit. Tada! So sieht das Ganze jetzt aus. Das muss natürlich noch in Form gefeilt werden, gar keine Frage. Aber ist es nicht schick? So viel Glitzer an einem Nagel. Also mir gefällt es richtig, richtig gut.
ähnlich wie dieser hier. Der gefällt mir auch richtig gut, aber ich mag den noch mehr, weil der noch mehr glitzert. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch nochmal anders machen. Ihr könnt hier dieses Pad nutzen, um in der Mitte sozusagen das Unspektakuläre zu schaffen und dafür von oben nach unten dann so ein bisschen mehr rum zu glitzern. Oder ihr könnt auch einfach mal zwei Pads da reinlegen und habt dann mehrere solcher Glitzerlinien. Aber ihr solltet besser aufpassen als ich. Ich habe hier blöderweise nämlich mit meinem Glitzerpinsel da reingehauen und habe das ein bisschen versaut. Aber naja, beim nächsten Mal mache ich es besser. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den neuen Pads, mit unserem neuen Glimmer White und auch mit den neuen Dual-Tipps. Und ich wünsche mir ganz viele verrückte French-Kreationen von euch. Das fände ich wirklich super, wenn ihr das mal alles ein bisschen ausprobieren könntet. Vielleicht habt ihr noch ein paar neue, verrücktere Ideen. Und dann postet die doch einfach mal in unserer Facebook-Gruppe. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!